Vergangenen Freitag war ich auf der Ghent Art Book Fair und da war eine Ausstellung von Moritz Küng, die auch Stellwände, quasi die Rückwände von Stellwänden. Leider waren die Bücher alle in eingerahmt, in Objektrahmen. Sonst hätte ich mir dieses Buch gerne angeguckt von Nina Kachadurian, eine amerikanisch-armenische Künstlerin. Ein Audioguide über Staub im Museum of Modern Art in New York auf 4columns.com. Hierbei handelt es sich um eine Skulptur von Donna Garcia. Sie hat das Buch Fahrenheit 451 spiegelverkehrt produziert und drucken lassen in einer großen Auflage und als Skulptur präsentiert. Ab dem 18. Mai kann man diese Ausstellung von Büchern im Designmuseum Ghent sehen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 22. Juni. Mir hat sie sehr gut gefallen, ich würde sie jedem empfehlen. Es gibt auch dieses Booklet dazu, wo alle Bücher nochmal vorgestellt werden in flämischer Sprache. Ja, das war's von mir. Ciao.